Heyo und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir testen heute mal Ultros an. Das ist ein relativ neues Spiel, soll ein Metroidvania sein. Ich habe nicht wirklich viele Erwartungen, es war einfach mal ein Spiel, das ich mir jetzt blind gekauft habe. Und ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze dann als komplettes Let's Play durchspielen möchte. Aber wir wollen es zumindest mal antesten, weil ich sieht einfach super interessant aus. Ich habe das fast rein aus grafiktechnischen Gründen gekauft. Ihr werdet das schon sehen. Es ist sehr... Ah, wie soll man das sagen? Halluzinogen oder so? Irgendwie, ich glaube, das trifft es, denke ich, mal ganz gut. Ja, also rechnet jetzt hier nicht mit regelmäßigen Folgen. Ich bin noch andere Spiele jetzt gerade am Aufnehmen. Und da steht so ein bisschen hinten an. Aber ich will es zumindest mal antesten. Und auch mal gucken, ob es euch überhaupt interessiert oder ob es oder ob es sich das ja niemand anschauen will. Nun gut, starten wir in ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe abgesehen von der Grafik nicht wirklich eine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß, dass es so ein bisschen Metroidvania sein soll. Aber das war es dann auch schon. Null Idee, was... Story, ob es überhaupt eine Story hat. Keine Ahnung. Ich hoffe fast, dass es irgendwie was Gameplay-Driven-mäßiges ist. Aber wir werden sehen. Ich wüsste jetzt nicht, wie man mit den ja, Visuals keine Ahnung, eine Story machen soll, die nicht komplett ja, abgedreht ist. Okay, hey, wir können den Charakter kontrollieren. Oh, es laggt leicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich das kurz fixen kann. Okay, ich glaube, ihr habt es gar nicht gesehen. Das war einfach nur bei mir. Das war ein bisschen Screen-Tearing. Okay, ja, wir sind hier diese wundervolle, kunterbunte Charakter. Die ganze Welt ist total bunt und... Ja, wie gesagt, so ein bisschen halluzinogen war das Wort, kann ich wirklich nicht aussprechen können. Okay, wir haben hier so eine Art Dash. Wir haben irgendwie Items. Man kann die Schrift nicht so wirklich lesen. Was ist das? Quarter Map? Soll das wohl sein? Hot Items? Oder was? Keine Ahnung. System? Okay, das ist das Systemmenü. Gut, no. Okay. Tutorial. Ich denke, da wollen wir hingehen. Ich gucke jetzt trotzdem mal noch auf der... Okay, die rechte Seite ist... Oh, hier ist was. Eine kleine Cutscene. Also es ist glaube ich, ein Indie-Spiel, das self-published ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es ist ein Indie-Spiel. Also das hier sieht danach aus, als bräuchte man einen Double-Jump. Haben wir... Wir haben doch die Map, oder? Kann man irgendwie... Oh, es gibt eine Weltkarte. Eine Gebietskarte. Aber wir können keine Marker setzen. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe, es kommt noch. Metroidvanias ohne Marker sind ein Graus. Ein absoluter Graus. Okay, ist das tot? Nee, wir können hier stehen. Okay, wir können auch klettern. Ha. Interessant ist auch das UI. Wird teilweise leicht ausgeblendet. Interessant. Also nicht ausgeblendet, sondern transparent gemacht. Gut. Wo sind wir jetzt? Das Problem ist mit dem Artstyle, dass alles ein bisschen gleich aussieht. Ich habe das Gefühl, die Orientierung hier in diesem Spiel wird ziemlich schwierig sein. Okay, ist hier sonst noch was? Ich denke, da das Tutorial weitergeht... Nee. Wir können nicht kämpfen momentan. Also, wir haben... Ich habe die Buttons ausprobiert. Es wird nicht gekämpft. Okay, wir müssen uns hier hochkraxeln. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Orientierung ein Problem sein wird. Einfach weil alles... Weil die Farben... Sehr... Es sind alle Farben überall vorhanden. Von dem her, es wird das, wenn das sich so durchzieht,
durchs ganze Spiel, dann wird die Orientierung wahrscheinlich sehr schwierig sein. Aber wir werden sehen. Was bist du? Okay, das Ding greifen sie nicht an. Aber es ist... Okay, und hier sind irgendwelche Kratzer in der Wand. Hm. Gibt's hier oben was? Nee. Ja, das heißt, wir müssen hier wohl weiter. Wir haben keine andere Wahl. Okay, ich glaube, das wird unsere Waffe sein. Yay! Tanto der Unruhe. Okay, ich glaube, dass die Hieroglyphen oben sind einfach nur Fluff. Sonst wird immer auch übersetzt. Ein Kurzschwert von relativ niedrigem Rang wurde von einer gefallenen Leiche genommen. Das Tanto gibt ein rhythmisches Summen von sich. Sei geduldig, aber lass dich nie zum Zögern verleiten. Okay, die Range ist relativ kurz. Ah, okay, wir haben so eine Art Auflade-Dash. Spannend. Und da ist ein Dude. Das Licht bei Marduks Augen. Verflucht, tut das weh. Ah, du da. Kannst mich hören? Toll. Zuschauerzahl 1. Zieh den x-ten fehlgeschlagenen Fluchtversuch aus diesem Sarkophag. Ich weiß, was getan werden muss. Aber das konfuse Kontinuum hier. Egal, hör mal. Ich brauche deine Hilfe. Gib mir nur einen Moment, dass ich klarkomme. Treffen uns da vorne und dann zeige ich es dir, okay? Ich erkläre dir dann alles. Wundervoll, tu das. Ich will nur mal kurz gucken, ob wir den Penner hier töten können. Au! Kontern. Manche gegnerische Angriffe können gekontert werden. Rutsche B an dem Gegner vorbei, drücke dann Y, um zu kontern. Okay, man muss zuerst evaden. Yay. Ramponierte Pomponlarve. Das Gehirnteil eines Pompons. Durch die brutale Verletzung der äußeren Membran ist es schlaff und leblos. Dieses Körperteil hat das saubere Erlegen der Beute einen Teil seines Potenzials verloren. Okay. Essen mit LT. Ich nehme an, das wird uns... wir sehen links oben diesen gelben Kreis um unser Porträt. Ich nehme an, das sind unsere Leben. Und wenn ich das jetzt esse, wird das wahrscheinlich die Leben wieder auffüllen. Genau. Moment mal, was war das? Links ist jetzt so ein kleines, dieses Kästchen da. K steht vielleicht für Cardio. Juck. Keine Ahnung. HWK. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Ich kann mir da jetzt nicht wirklich irgendwie einen Reim draus machen. Aber wir müssen hier oder wohl oder übel weitergehen. So viel steht fest. Oh, genau. Die kann man auch angreifen. Genau, die Kratzer. Da war auch nochmal auf der Seite was. Ich mach das jetzt, weil ansonsten vergesse ich's. Metroidvanias Backtracking. Wir kennen die Geschichte. Wir haben genügend Metroidvanias gespielt mittlerweile. Aha. Okay, wir kommen am Ende wieder am selben Ort raus. Und es sieht aus, als würden die anderen... Die Map ist cool gemacht. Als wäre der andere Weg der Ausgang. Okay, es ist ein bisschen, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, ich habe jetzt nicht gelesen, was Y war. Was ist das? Okay, Tutorial Counter. Keine Items. Ich check's noch nicht so wirklich. Fluffen, Lin, irgendwas? Pumperlumper-Tentakel. Schmeckt wie eine gummiartige Mischung aus Mehl und Ingwer. Igitt. Kann ja nur schrecklich sein.
Was? Hä? Okay. In der Luft kann ich nicht angreifen, zumindest nicht regulär. Das ist irgendwie was anderes. Ah. Dann sind wir wieder hier. Was angreifen? Ach so, das ist die Wand. Ja, ja. Gut, gut. Tempel der Mutterschaft. Okay, da nutzt uns das Spiel hin. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man damit hochkommen. Huh. Tut aber nichts. Okay, was war das? Okay, ich kann Uppercut machen, wenn ich direkt angreife, nachdem ich mich irgendwo hochgezogen habe. Huh. Vielleicht müssen wir zurück. Ich bin ein bisschen lost. Gerade. Warte mal, ist da was gedroppt? Nee. Huh. Okay, was ist das hier? Noch so ein Popalopa-Tentakel. Fantastisch. Okay, ich meine, offensichtlich ist es gedacht, dass wir da reingehen und hier wieder rauskommen. Was ist, hier gibt es wohl irgendwas zu tun. Der Sarg hier ist nicht mehr intakt. Das wird wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten haben, aber... Moment mal, hier kann man doch rein, oder? Okay. Oder sind wir hergekommen? Hier sind wir hergekommen, glaube ich. Oder nicht? Warte mal, hier war was. Aha. Secret, das uns gerade nicht wirklich was bringt. Ah. Da kommt man dann auf diese, in diese Richtung zurück. Hatten wir irgendwas, wo wir unseren Angriff verwenden konnten? Tut mir leid, ich bin gerade komplett planlos. Wir stecken schon im Tutorial fest. Oh, warte mal. Hier sind auch irgendwelche Kratzer. Yay. Das ist das, was wir tun sollten. Okay, runterspringen. Ist immer noch das Tutorial. Gehen wir mal links hin. Was ist das für ein Ding? Spielstand gespeichert. Okay. Cortex. Was ist Cortex? Cortex-Erinnerungen freischalten. Cortex-Erinnerungen können im Cortex freigeschaltet werden. Jede Erinnerung benötigt eine gewisse Menge Nährstoffe. Sammle Nährstoffe, indem du sie isst. Okay, die vier Dinger sind einfach irgendwelche Nährstoffe. Ich denke, wir müssen nicht wissen, was das genau ist. Okay. Dafür brauchen wir wohl noch mehr von dem K-Zeug. Das lila Ding. Fügt der normalen Kombo einen tödlichen dritten Angriff hinzu. Okay. Schleichen. Ermöglicht es sich von hinten an Gegner anzuschleichen. Gartenkarte. Gärten werden auf der Karte angezeichnet. Ja, das hört sich gut an. Oh. Hm. Also wir können das noch nicht skillen. Wir haben zu wenig von dem lila Zeug. Schwerer Angriff. Okay. Das wäre mal das. Aber wir müssen noch auf die andere Seite. Also wir müssen nicht, aber... Ich will natürlich wissen, was da ist. Tempel der Mutterschaft. Okay, die Frage ist, wollen wir in ein neues Gebiet? Ich denke, wir gehen erstmal
hier zurück. Ich habe das Gefühl, das loopt dahin zurück, wo wir bereits waren. Und es ist wahrscheinlich am safesten. Es sieht da auch aus, als würde das Tutorial uns in diese Richtung lenken. Deswegen, ja. Folgen wir dem Tutorial. Ah! Okay. Blutige Masse. Durch ein Übermaß an Gewalt ist aus diesem einst energiereichen Organ etwas Grauenvolles geworden, das nicht mehr wieder zu erkennen ist. Dieser Körperteil hat durch das saubere Erlegen der Beute einen Teil seiner Wirksamkeit. Okay, vielleicht, da sieht man auch, was wir direkt bekommen und was wir haben. Vielleicht muss man die Gegner in einer gewissen Art und Weise töten, um den Output zu maximieren. Ein Pumpa-Lumpa-Tentakel. Die Frage ist, kann man die Dinger grinden? Respawn die? Stellt Nährstoffe wieder her und Gesundheit plus 5. Warum sagt es mir hier, dass es mir alle 4 gibt? Aber wenn ich es verwende, gibt es mir nicht alle 4. Das ist merkwürdig. Wieder so ein Pumpa-Lumpa-Ding. Ja, das ist alles. Es wäre irgendwie interessant zu sehen, ob wir ein Level-Up haben. Oder, ja, ob wir genügend haben. Okay, nee, das führt nicht dahin zurück, wo ich dachte. Lass uns mal gucken, ob wir Respawn haben. Ich gehe jetzt mal zu diesem Checkpoint zurück. Und verwendet man den ganzen Mist hier. Chillt einfach in diesem, was auch immer das ist. Spielstand gespeichert. Okay, Cortex. Okay, hier sehen wir, was wir bekommen. Warum kriegen wir die anderen 4 nicht? Die anderen 3 nicht? Okay, wir können das Ding freischalten. Gärten wären auf... Ich weiß nicht, was ein Garten ist, aber Map-Sachen sind immer wichtig und gut. Okay, jetzt haben sich neue Sachen eröffnet. Beschussblocken. Trifft gegnerische Projektile, um sie wegzuschlagen. Das hört sich auch wichtig an. Fliegender Tesserakt. Ein schneller Doppelschritt, mit dem man Feinde jonglieren kann. Wird durch das gleichzeitige Drücken von Hoch und X während dem Springen ausgeführt. Das hört sich auch wichtig an. Brauchen wir aber grün und orange? Blau und orange, okay. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gucken wir mal an, ob wir Respawn haben. Super interessant, auch von den Mechaniken her, das Spiel. Oh, er fängt automatisch an zu rennen, wenn wir... Die Gegner respawnen nicht. Das ist, vielleicht respawnen sie, wenn ich sterbe. Aber beim Rasten selbst respawnen sie nicht. Das ist die Frage, ob das gut war, dass ich das Zeug gegessen habe. Ich vermute mal, wenn wir sterben, sind unsere gegessenen Stats weg. Ogamumin. Ein Samen, der mit einem schwachen Lignin grün leuchtet. Wenn man ihn richtig pflegt, entfaltet sich sein amorphes Potenzial in Form einer quastentragenden Kletterpflanze, die Eigenschaften des Nährstoffs Jugend in sich trägt. Okay. Und was bringt uns das Ganze? Saatgut, das eingepflanzt werden kann. Okay, das scheint ein spezielles Item zu sein. Nichts, was wir konsumieren können. Und hier geht es auch nicht weiter. Das ist ein Dead End. Wo? Ich dachte, das wäre ein Laser, aber nein, das ist einfach nur... Nichts Wichtiges. Aber ich würde so gern das kleine Secret, das wir hatten,
auf der Map einzeichnen, aber... Das Spiel lässt mich nicht auf die Map zeichnen. Ah, ich hasse es, wenn Metroidvanias das tun. Hier müssen... Lass uns das speichern. Was man hat, das hat man. Gut. Ich denke, wir müssen dann in den Tempel der Mutterschaft weiter. Ich sehe jetzt nicht, wie wir sonst weiterkommen. Ziel ist wohl, einen Double Jump zu finden. Ich finde es auch cool, dass... Es sieht so aus, als wären alle Ausgänge aus den Räumen mit lila markiert. Das heißt, man sieht, wo man noch offene Sachen hat. Zumindest die Nicht-Secrets. Gut, aber dann denke ich mal, war es das für die erste Episode. Wenn ihr mehrere Folgen am Stück sehen möchtet, die beste Möglichkeit, das zu tun, ist über die Playlist. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf geht's.